In einer vom Protokoll liebenswürdig ausgeklügelten Gemeinsamkeit widmen die beiden Staatsoberhäupter der Erinnerung an Deutschland einen der schönsten Plätze der Stadt. Irgendwann, wenn man die Ränder des Mammutgebildes Buenos Aires durchstößt, beginnt das andere Argentinien. Das Land der Unermesslichkeit, das Land der Pampa, der Viehherden und Gauchos, die noch in stolzer Wehmut den Traditionen des Landlebens nachhängen. Der Ausflug des Bundespräsidenten nach Castellar endet in der ländlichen Tradition eines Asado Criollo. Unter dem Ansturm köstlich gebratener Rindfleischmassen löst sich die politische Anspannung der vergangenen Tage in einem fröhlichen, unbeschwerten Fest. Jeder dritte Argentinier lebt in Buenos Aires. Dieser Mischung aus Londoner Geschäftigkeit, Pariser Eleganz und südlicher Gelassenheit. Im Spannungsfeld einer dynamischen Gegenwart und einer verklärten Vergangenheit. Konzentrationspunkt eines reichen, mächtigen Landes, eines ganzen Kontinents. Buenos Aires.